Schnauze. Guck, wie lange der kaputt geht. Also, wie lange das braucht, bis der, aber der geht nicht kaputt. Ah, der geht doch kaputt. So. Ich schieb mal das Loch rein, was ich da gerade geschossen habe. Hast du gerade Loch gesagt? Wow, ja klar. Falle ich erstmal und sterbe. Da passiert nichts, vertrau mir doch. Passiert nichts. Wow. Oh, Old Wood. Warum ist das eigentlich Hallo. Old? Hallo. Ich stehe gerade auf dir drauf. Ich stehe auf dir drauf. Ja, ich bin immer noch im Schreibmenü drin. Oh, was du hast gerade ernsthaft was geschrieben. Oh, jetzt sehe ich auch, ich habe 11 Zombies gekillt und du 15. Wenn man was schreibt, dann irgendwie steht das da links oben. Boah, ich bin so der Hengst. Sagt der Eiskalt Hengst. Das ist komisch. Ja. Nee, hier ist auch schon. Komm, lass mal ein richtig hartes Haus, richtig hart hitten. So. Guck mal das hier. Ah nee, das haben was wir schon gehittet. Was für harte Titten? Hitten, habe ich gesagt. So wie schlagen. So. Boah, komm, das lass mal, haben wir ja schon. Komm mal her. Hier. Geh mal vor. Schieß das mal kaputt. Klar. Boah, was ist denn hier los? Party. Nein, ich wusste, dass du das lootest. La la la. Boah, das geht aber gut ab, das Haus. Echt? Ich hör Zombies. Auch, aber die sind nicht hier. I'm on the attic now. Bücher. Wer lootet schon Bücher in der Zombie-Apokalypse? Kennst du schon Fallout Boy? Sets Fire in the Attic. Das sind drei Bands in einem Namen. Voll cool, oder? Da hat er wieder einen guten rausgehauen. Radadum. So, jetzt geh mal runter und hau die platt. Ich hau die alle kaputt. So, gehen wir mal da raus. Lalala. Oh, ich komm nicht raus. Okay, so. Ich bin da rausgegangen. Oh. Irgendwie... Lass mal ein bisschen in die Richtung gehen. Warte. Boah, Duken! Boah, Scrap Metal. Oh ja, ich brauche auch ganz viel Scrap Metal, habe ich gehört. Weil, irgendwie habe ich so nicht mehr so viel. Boah, ja, hier, ne? Zack. Ey, hast du mir den Weg versperrt gerade. Das kannst du so auch nicht sagen. Auf dich diesen Bag wahrscheinlich schon gelootet habe. Warte doch mal, warum? Moment mal. Das hier ist Erde, oder? Was ist was? Warte. Gravel ist das. Was kann man eigentlich mit Gravel machen? Bestimmt irgendwas Cooles. Gravel. Der gute Gronkh hat's vorgemacht. So, habe ich noch eine schöne Schaufel, die ich natürlich zu Hause gelassen habe. Sehr schlau von mir. Sehr schlau. Ich habe Scrap Metal. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil so ein Zombie gerade auf mich zukommt. So ein Fetter. Du hast schwache Nerven. Du wirst Nerven wie Nudeln heute irgendwie. Nudeln, sagt er. Nudeln, Bulle. Da ist ein Polizist, der jetzt keine Donuts mehr isst. Boah, wie Klischee, ey. Warum geht jetzt eigentlich die Anzeige links? Voll strange. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, weil du was mal geschrieben hast. Und jetzt... Ey, stimmt. Jetzt steht doch immer, wenn jemanden tötet. Also so... Werden wir nachts wahrscheinlich links die komplette Leiste voll haben mit irgendwelchen Ereignissen. So. Hier waren wir gerade drin. Drin hast du gesagt. Was ist das eigentlich für eine perverse Wiederaufnahme hier? Dieses immer vollkommen abgespackt sein. Das ist ja wohl du. Ich sag irgendwas Normales und dann kommt wieder... Irgendwas von dir. So, ich gehe hier mal ein bisschen die Garage hart hitten. Weil die so schön. Ach nee, da waren wir schon drin. Versteh immer hart titten. Hart titten willst du? Harte Titten. Ja. Aus Stein. So, bisschen hier, ne? Bisschen Wood habe ich gehört. Ich würde sagen, lass mal am nächsten Tag eine richtig kranke Mission machen und irgendwo richtig krank hingehen, so in so ein Wüstengebiet oder sowas, ganz südlich. Meinst du? Ja, meine ich. Und da übernachten woanders und so. Ja, und da werden wir mal irgendwo richtig krass übernachten bei einem Kollegen von uns. Und zwar Mr. Z für Zombie. Und da gucken wir... Oh, ich kann nichts mehr aufheben, weil mein Inventar voll ist. Nee, doch das nicht. Macht nichts. Das ist gar nicht voll. Ich gehe mal hier in das Häuslein rein. Backe, Häusle baue. Was? Alles durcheinander. Das ist wieder gelootet worden. Och man, da könnte ich ja gerade wieder... So, nee, auch nicht. La, och, la, la. Mach mal ein L an die... Lalalala. Lass mal überlegen, was wir für ein Zeichen für gelootete Häuser machen können. Wie wär's mit einfach die Tür zerschießen, aufschießen? Da sieht man das ja immer. Hallo. Ich hab einen neuen Freund gefunden, Benny. Ich möchte dir mal gerne mal vorstellen. Wie heißt der denn? Der heißt... Schwort heißt der. Also es ist halt nur ein Spitzname, weil er heißt eigentlich Patrick. Also Patrick. Und Patrick? Weiß ich nicht. Also alle haben halt immer Patrick Star gesagt, so wegen SpongeBob. Aber der wollte immer Schwort genannt werden.
Ja, komm mal her, Mann. Bist du eigentlich ja, total jetzt, geistesabwesend? Komm du doch mal hier rein. Ich stell dich meinen Freund vor und du hast dich gerade eiskalt Freud getötet. Ach, das war dein. Das war mein Kollege. Was hast du getan? Ich kann ihn jetzt nicht mal looten. Wie hast du den getötet, bitte? Oh. Ach, jetzt finde ich den wieder nur Scheiße. Das ist doch Kacke. Kacke. Fäkaliensprache sagen. Bist du denn jetzt schon wie? Nee, ernsthaft, guck dir mal den Refrigerator an. Und im Vergleich die komplette andere Küche. Der ist komplett nicht kaputt und nicht abgefuckt. Und der Rest der Küche ist voll abgefuckt. Das ist doch komplett unglaubwürdig. Vor allem hat der ein Eiswürfelfach. Pass auf, und der Rest sieht aus ohne wie Scheiß. Vor dem, hier. Pass auf, ich glaube, das hier, der Refrigerator, ist der komplette, die komplette Ursache für die komplette Zombie-Apokalypse. Weil der ist der Einzige, der nicht so abgefuckt ist. Und man muss immer gucken, wer hat einen Vorteil von so einer Zombie-Apokalypse? Und in dem Fall nur der Refrigerator. Ja, genau, die Food Industry. Refrigerator, richtig. Weil... der kaputt geht. Stimmt, der geht nicht mal kaputt. Siehst du? Oh, was? Ich hab den collected. Wir haben... Hast du den collected? Oh. Hello. Hello. Hello, da war. Ey, da, du kannst ey, doch nicht einfach dem Bloated Water, Walker meine ich, richtig hier einsemmeln. Kannst geh du doch nicht einfach. Raus, tun. Oder ich schieß dich raus. Ah, okay. Warte mal grad. Ich wollte gucken, ob aber ich nee, den ich Refrigerator mit hab. Hallo. Ach, du hast den? Ja. Ey, das sieht aus wie ein Mini-Kühlschrank, Alter. Völlig geil, Mann. Nehm den mal mit, den brauchen wir unbedingt warum bei uns. Das sieht so viel aus. Das ist voll strange. Was? Das, ich brauch auch einen, weil das ist wie so eine kleine eine Truhe. Ich gehe jetzt in irgendein Haus rein und hol mir den Refrigerator. Ich gehe jetzt nee, in das Haus. Fleisch wird nicht schlecht, ne? Also so im Gürtel, oder? Nein. Boah, wenn du den mir gleich einfach wegsnackst vor der Nase. Das mag ich niemals. Der war bestimmt nur wieder leer. Haha, ich hab ihn diesmal. So. Hier steht noch einer. Und wieder 1000 Cloves. Clothes. Boah, wie das bitte aussieht, wenn du den in der Hand hast. Dieses irgendwie halber Bildschirm verdeckt einfach. Völlig geil. So, oh, was ist denn da los hier? Boah, ich kann nicht hier durchlooten. Heftiger Shit. Ich singe jetzt das Lied vom Code. Lied vom Code? Fang mal wie an. Wie ging das überhaupt nochmal? Ach nee. Bah. Also ich muss gerade sagen, das hört sich ein bisschen an wie hier, ne? Freizeitbeschäftigung. Fapping like a boss. Ich bin irgendwie halb voll, glaube ich, gerade. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh oh. Du kleine, du blöde, du weißt schon. Warum passiert mir das immer, dass ich immer in die Reihen renne? Weil, ich habe nämlich gehört, Zombie-Frauen, die brauchen es richtig hart. Also deswegen kommen die immer. Also die Männer, die wollen einen töten und die Frauen, die brauchen es richtig, die müssen mal so richtig durchgenommen was werden. Was brauchen die? Ach, jetzt hast du es schon gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Ein schönes, du... Ah, Sniping Money. Du bist viel zu vulgär. Vulgär sagst du. Aber wir sind die Musiker. Vulgär. So, mal sehen. Vielleicht haben wir noch eine... Du, warum bist du hier drin? Ja, was ist meine Garage? Mein Scrap. Oh, du. Hast dich gerade... Wo bist du? Ich knall dich ab. Ich knall dich einfach ab. Eiskalt knall ich dich ab. Hä, wo bist du? Hast du Glück, dass ich nicht gezählt habe? Geh weg. Was haben wir hier? Kann man den ich nehme den Herd noch mit. Oh, geil, stimmt. Ich komm mal mit hier und ball auch drauf. Oh, der geht nicht mit. Ach, fail. Sollen wir noch einen Kühlschrank mitnehmen? Nee, doch, was? Nein, geht nicht. Wir können den Herd nicht mitnehmen. Aber warum denn nicht? Ja, weil der Herd ist halt, gehört nicht... Da kommt eine Alte rein, die es läuft. Niemand läuft in meinem Haus! Zieh die Schuhe aus, wenn du reinkommst! Halt, stopp! Es ist Obst im Haus, lass mal wieder nach Hause gehen oder so. Ja, jetzt beruhig dich mal, ich finde hier nämlich gerade sehr, sehr coolen Stuff. Sehr cool, sagst du? Ich hab insgesamt mal wieder hier... Boah! Das war gerade mein erstaunendes Gurgel. Krasser Shit. Ich hab nämlich coole Sachen gefunden. Sehr coole Sachen. Sag dir aber nicht was. Wie cool? Ich höre hier wieder Zombies. Ich will ja nicht drängeln, aber... Es ist schon 19.20 Uhr. Sandmännchen ist auch schon angefangen. Die Mutter hat gesagt, wir sollen reinkommen.
bin. Vor allem, ich finde... Oh, was ist los? Ah, ich muss essen. Ich muss sowas von essen. Vor allem, der Zombie hat einfach nur noch eine Unterhose an. Als ob die nicht auch wegrotten würde. Hauptsache, man kann das Genital nicht sehen. Wegen Jugendschutz. Ich glaube, bei den Polizisten sollte man tatsächlich mehr auf den Kopf zielen. Warum geht das nicht? Ja, warum kann ich den nicht looten? Der ist wichtig. Ich gehe gerade wirklich nach Hause, weil ich denke mir so, hey, es wird langsam dunkel und so. Kein Scheiß, wir sollten vielleicht nach Hause gehen. Ja. Ach, noch eine Garage looten. Ich hab doch gesagt, das Edelweiß steht auf dem Bergtrupp. Lass uns nach Hause gehen, junger Junior, denn der Karl-Heinz hat gekocht. Ich bereue es, dass wir den Namen die Musiker genommen haben, Benny. Das hat damit gar nichts zu tun, das ist mein... Nein, es ist Obst im Haus. Scheiße, es ist Fall. Ich hab das nicht gelootet, da war nichts drin. Los, renn! Ey, das sieht voll krass aus, so... Blau-Rot, es wird dunkel und... Oh, weg. Wir müssen eine Laufmusik erfinden. Also nochmal für das Spiel spricht wirklich der unglaublich gute Übergang von Tag und Nacht. Das finde ich schon super gelungen. Ja, da muss ich auch mal ganz klar sagen. Hier, der Pass ins Aus war... Das Video ist hier echt gerade angekommen. Warte mal, Andi. Ja? Ich habe mal die Idee bekommen. Nude Walker eliminated infected woman. Ich glaube, die hauen sich gegenseitig platt. Der nackte Läufer. Voll die Idee, sagst du? Voll die Idee, hast du gesagt? Ja. Ich hab ganz einfach, ohne irgendwo eine Erlaubnis einzuholen, meine Stamina refreshed. Wie? Was ist denn hier passiert? Hast du wieder Kacke gebaut? Also ganz ehrlich, ich bin echt dafür, dass wir langsam hier oben mal was bauen, ey. Es ist immer da runter, ey. Hier sieht's aus wie bei dir hier, wenn du sagst, ne? Hier einmal hier die Küche machen, aber keine Küche haben. Ja. Ja, du bist ja depressiv hier unten im Loch. Bist du unten im Loch? Ich brauche hier mal oben ein bisschen was zu, damit wir sicher sind. Falls du rausgehst, ist alles voller Stacheln. Machen irgendwie letzten Tage im Bunker oder so. Lala, boah, Alter, wenn du mal die Leiter runtergehst, dreh dich mal so richtig krass im Kreis. Boah, das ist so Psycho, Alter. Warum? Boah, das ist so krank. Das sieht so heftig aus. Aber auch wenn du dich so voll krass im Kreis drehst und dann nach oben guckst, die Leiter. Alter, das sieht so krank aus. Probier das mal aus. Vielleicht fangen alle an zu kotzen, weil du das so machst. Boah, Alter, ich bin gerade echt, ey. Orientierung. Ich mach das nie wieder. Orientalisch. So, ich baue mal wieder hier den schönen Eingang zu. So ein bisschen. Hol mir jetzt mal wieder Potatoes. Schon geht's da oben wieder los. Du meinst doch Gras. Du meinst doch Gras. Die Party läuft. Sag mal, ich jetzt meine Potato. Ach, da. Oh, ich hab hier so die Grasplantage. So die Grasplantage, kein Scheiß. Kannst du so ordentlich sagen. So viel Potatoes. Die Erde, die immer wieder verschwindet. Da, Christoph, Stillgang! Stillgang. Wie ist da wo am Reinblut und da können die Experimente. Potatoes, ich hab so viele Potatoes. Schönster Mensch. Der Welt. Diese Erde, die immer wieder verschwindet! So, dann kann ich sie auch mal kosten, meine Potatoes. Ich finde, die sind relativ süßlich in dem Fall, obwohl sie hier unten halt wirklich groß geworden sind. Aber ich muss sagen, die herbe Note hat mir dann doch den Ausschlag gegeben, dass ich sage, ja, diese Sorte ist gut. Du musst dann auch jeden Fall mir mal auch was von deinen Potatoes... Ach, Potatoes sage ich schon. Sind Potatoes. Oh Gott, ich bin gerade voll perplex. Geben, um zu schauen, wie wir da mal da was Schönes kochen können zusammen. Ich meine, wir wohnen ja hier gezwungenermaßen zusammen. Und da kann man dann mal gucken, ob man mal was zusammen kocht, wollte ich sagen. Boah, 200 Pilz habe ich gleich. Die scheiß Erde immer wieder weggeht, bevor ich die Kackkartoffeln darin gemacht habe. Alles gut bei dir? Das macht richtig aggressiv. Du musst ja immer switchen zwischen Gardening und Seeds. Und dann schmeißt du mal die Seeds auf den Boden. Boah, krieg ich ja richtig Blutrauschen. Blutrauschen? Oh, jetzt ist es da. Oh Gott sei Dank, ey. Boah, macht das aggressiv. Das macht richtig aggressiv. Schlimmer als Zombie jagen. Glaube ich, ich will jetzt mal nicht durch meine... Warum? Kann man, wenn man über die Seeds läuft, ne, dann sind die weg, ne? Hab ich richtig? Ja. Okay, ich glaube, dann muss ich mir jetzt mal einen Zaun dahin kriegen. Ich glaube, ja.
ich glaube, ja. Das sind die Musiker, ich glaube, ja. Ich glaube, ja.